Wenn ich an einen Trabant denke, kommen sowohl Emotionen aufgrund seines knuffigen Aussehens als auch Gedanken an ein Land, das es nicht mehr gibt, auf. Viele Menschen wünschen sich etwas Modernes, mit dem man sich identifizieren kann. Ein Auto, das in die heutige Zeit passt, aber gleichzeitig das besondere Etwas von damals in die Gegenwart bringt. Wir sehen jetzt hier unseren Trabant NT. NT für die Interpretation New Trabant. Die Geschichte des Trabant NT startete bei Herpa, einem Modellbauhersteller, der beschloss, zum 50. Jubiläum des Trabants im Jahr 2007 ein Modell des neuen Trabants im Maßstab 1 zu 10 zu entwickeln. Dieses Modell namens New Trabi wurde auf der IAA desselben Jahres vorgestellt und eine Umfrage auf der Messe ergab, dass 94% von 12.000 Befragten für eine moderne Neuauflage des Autos waren. 2009 wurde dann der Trabant NT auf der IAA präsentiert. Ja, die Idee kam sicherlich auch daher, dass der Trabi bei uns, bei Herpa, doch sehr gut verkauft wurde, sehr groß sich in der Beliebtheit erfreute. So in den Jahren 2005, 2006 in den Toplisten wieder war, nach einigen Jahren Flaute. Und im Jahr 2007 war ja dann das Jubiläum, Trabant 50 Jahre. Wir hatten uns damals überlegt, teils als Marketing-Gag, teils, weil wir von dem Potenzial Trabant irgendwo angetan waren, dem Trabi sozusagen zum 50-jährigen Jubiläum ein Geburtstagsgeschenk zu machen, nämlich eine moderne Zukunftsvision, wie könnte ein moderner Trabi aussehen. Also ein in die Neuzeit gebrachtes Konzept, was viele, viele Menschen vor allen Dingen in der früheren DDR transportiert hat. Und hier mal in ein neues, moderneres Kleid, aber auch mit einem moderneren Herz transportiert. Das heißt, wir sehen hier eine Kunststoffkarosse auf Basis eines Gitterrohrrahmens. Das Ganze sitzt vom Antriebsstrang her auf einem Elektromotor mit einer kleinen Batterie. Für eine gute urbane Reichweite konzipiert. Dementsprechend ja, sehr emissionsarm, unterscheidet ihn von seinem Urahn. Ganz wesentlich. Das Interieur ist liebevoll gestaltet und wirkt weder verspielt noch zu modern. Und trotzdem erinnert vieles, wie zum Beispiel der Wahlhebel, an den alten Trabant 601. Die Motivation, die Leidenschaft für die Umsetzung des Projektes haben wir ja in den 2008er Jahren, 2008 ganz konkret gehabt. Wir sind hier die Firma Indica Individual Karosseriebau GmbH. Das heißt, individuelle Karosseriebauten sind unser Geschäft. Und da wir das in der Regel für Kunden tun, die eine eigene Marke haben, haben wir hier überlegt, was können wir tun und haben entsprechend also einen Prototyp entworfen. Mit dem wir uns hier sehr stark identifizieren am Rande von Zwickau. Das ist der Trabant. Und haben gesagt, hey, der Trabant wäre doch eigentlich ein schönes Modell, ein schöner Prototyp, den wir mal bauen können, neu interpretieren können und zeigen können, okay, welche Fähigkeiten haben wir als Karosserie- und Fahrzeugbauer von Sonderfahrzeugen in kleiner Stückzahl. Und so ist der Gedanke 2008 entstanden. Aus Gedanke wurde Umsetzung. Wir sind damit am Ende 2009 haben wir uns auf der IAA wiedergefunden mit sehr großer Beachtung des Fahrzeugkonzeptes, des Designs. Und das war für uns ein gelungenes Beispiel, zu sagen, okay, wir präsentieren unsere Möglichkeiten nach außen und das noch dazu in einer sehr sympathischen Form. Was das Fahrzeug wesentlich kennzeichnet, sind auch die verwendeten Materialien für die Anbauteile, gerade auch im Exterieur der Karosserie. Wir haben hier ein glasfaserverstärktes Kunststoff im Einsatz auf Epoxidharzbasis. Das unterscheidet jetzt die neue Interpretation des Trabant NT sicherlich auch von seinem Ahnenstück weit, was ja noch ein Polyester war, was würde emissionstechnisch nicht so in den Zeitgeist passen. Das dann schon eher. Ist also in Summe ein sehr leistungsfähiger, robuster, aber gleichzeitig auch leichter Werkstoff.
Der Antrieb des Trabant NT erfolgt durch einen zentralen asynchronen Motor mit einer Leistung von 47 kW, welcher seinen Strom aus einem Lithium-Ionen-Akku bezieht. Die Ladezeit beträgt ca. 8 Stunden bei 230 Volt und ca. 2 Stunden bei 400 Volt. Die Reichweite beträgt bis zu 160 Kilometer. Das Solardach des Fahrzeugs, das eine Fläche von 1,8 Quadratmetern aufweist, liefert etwa 120 Watt zur Unterstützung der Lüftung und anderer Fremdverbraucher. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 130 km/h, auch wenn das Auto recht weit fortgeschritten wirkt. Es ist ein Prototyp aus dem Jahr 2008. Wenn wir uns den mal transparent vorstellen, sehen wir hier ein Fahrwerk drunter, eine Plattform von einem Kleinwagen, worauf ein Gitterhochrahmen aufgebracht ist, der dann wiederum die Möglichkeit hat, die Bauteile, die wir im Exterieur verbaut haben, hier anzubringen. Gleiches im Innenraum, wo wir also Sitze entsprechend neu kaschiert haben, an einen Trabant NT Interior Design angelehnt haben, eine Armaturentafel, die so angedeutet ist, ohne dass sämtliche Armaturen jetzt voll funktionsfähig sind. Also da gibt es dann schon noch Unterschiede auch von dem Prototyp und eben jetzt von dem Vorserienfahrzeug, wo sie da deutlich mehr Erprobung und mehr Fahrkilometer. Leider kommt noch dazu, deshalb heute auch nicht möglich. Wir befinden uns im schönsten Winterwetter heute, zweistellige Minusgrade im Außen und auch ja, Salz, Schnee und alles, was dazugehört, machen es halt leider nicht möglich, dass das Fahrzeug auch nochmal dynamisch in Szene zu setzen, sondern wir freuen uns sozusagen erstmal heute statisch an dem Fahrzeug und genau, eine gewisse Funktionalität bringt er mit, ja, gewisse Klappen, die funktionieren, Deckel, die funktionieren, die Türen, die auf und zu gehen, also das sind schon Dinge, die lassen sich an der Stelle gut erleben. Falls sich jetzt vielleicht der eine oder andere fragt, warum der Trabant, der New Trabant nicht gebaut wurde. Vielleicht müssen wir uns kurz nochmal in die Zeit zurückversetzen. Wir sehen 2008. Wir haben das Thema neue Mobilität nicht in der Form, wie wir jetzt das in den 2020er Jahren sehen. Das heißt, das waren voll und ganz Exoten seiner Zeit. Die waren ihrer Zeit voraus, so auch der Trabant seiner Zeit. Im Nachgang an die Weltpremiere war das Interesse, ja, fast schon überschwänglich für uns. Wir haben verschiedenste Interessengruppen dazu, ja, haben Termine gehabt, haben Szenarien durchgespielt, was das Fahrzeug hätte für viele Fahrer auf den Markt bringen oder auf die Straße bringen können. Seinerzeit war es dann leider so, neben dem, dass das Fahrzeugkonzept doch sehr früh war, war die Krise um 2008, 2009, die auch die Automobilindustrie betroffen hat. Das heißt, Investitionen waren dann sehr, sehr wohl überdacht. Und letztlich, wenn man sagt, okay, die Firma Indica ist ein Fahrzeugbauer, warum macht ihr das nicht selbst? Ihr könnt das doch, das mag so ein Stück weit stimmen. Die Entwicklung, dessen sind wir uns noch heute voll und ganz imstande, das serienfähig zu tun. Aber damit ist es für so ein Fahrzeug nicht getan. Wenn man dort so ein Fahrzeug Marke als Startup wieder etablieren möchte, braucht es Vertriebsmodelle, es braucht Servicemodelle, es braucht eben auch Produktionsmöglichkeiten, die für eine Kleinserie an einer bestimmten Stückzahl auch angelegt sind. Das braucht Fläche, das braucht bestimmte Investitionen und das waren wir seinerzeit schon nicht alleinig und deshalb sind wir auch bis ins heute hinein noch offen für Dialoge, die das ganze Fahrzeug in Zukunft vielleicht noch wirklich werden lassen. So, jetzt gehen wir noch mal ein paar kleine Einblicke, ein paar Hintergründe zur Entstehungsgeschichte. Vom Design hin zu dem Prototypen, zum fahrbaren Prototypen, den wir gerade gesehen haben, hat im Grunde angefangen zusammen mit einem Designer, dem Nils Poschwatta, und der Firma Herpa, Fahrzeughersteller, hat man angefangen, vom Kleinen ins Große zu denken und das auch umzusetzen. Also es gab erste Modelle in verschiedenen Maßstäben, wo auch die Firma Herpa noch gewirkt hat vom Trabant. Und dann Ganze ging dann auch über zu einem 1:1 Modell, wie wir es zu meiner Linken auch sehen. Dort sehen wir nämlich ein Hartschaummodell, um die Proportionen, um die Lichtbrechungen, um das generelle Antlitz, die Designsprache des Fahrzeugs zu verstehen, ehe man dann eben in ja,
Formenbau gegangen ist, auch für die Laminatform im Exterieur beispielsweise. Das war so die Schrittigkeit. Das Ganze haben wir prototypisch zügig innerhalb eines weniger eines Kalenderjahres realisieren können. Und hat ja dann nachher gemündet auf einer relativ großen Bühne in Frankfurt auf der IAA. Vielen Dank wieder fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst mir einen Daumen nach oben oder gar ein Abo da. Ich bedanke mich wie immer. Bis bald, euer Jan.